Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die, Tag 20, gleich 11 Uhr. Und ihr seht es ja schon, wir haben heute Hordenacht, beziehungsweise in der nächsten Folge haben wir dann nachher Hordenacht. Heute bereiten wir noch ein bisschen was vor. Ich werde es mir tatsächlich gönnen und da hinten in unserer neuen Basis mal die Horde zu empfangen. Dafür werde ich noch ein bisschen bauen. Das steht jetzt noch so ein bisschen auf der Agenda. Ich habe jetzt noch 75 Spikes gecraftet. Da können wir eigentlich noch mal ein bisschen nachlegen. Stachelfalle. Wie könnte ich maximal? Ich habe jetzt noch ein bisschen Holz gefarmt. Ich würde mal sagen, wir machen mal Gau nochmal 100. So, und dann schauen wir nochmal unten. Ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Material. Ne, zumindest such. Zumindest noch ein paar Pflastersteine. Und damit wir nachher auch dann die direkte Verteidigungslinie nochmal upgraden können. Das machen wir auch gleich nochmal. Und wir müssen mal gucken wegen Munition. Ich habe so das Gefühl, dass wir zu wenig Munition haben für die Horde. Wir haben zwar schon noch ordentlich was da, in Anführungszeichen, aber ja, es könnte ein bisschen... trotzdem habe ich so das Gefühl, dass es ein bisschen schwierig werden könnte. Aber ich weiß nicht, habe ich so ein bisschen im Gefühl. Dabei habe ich eigentlich gar keine Gefühle normalerweise. So, okay. Was haben wir hier? Nix. Da haben wir noch ein bisschen Beton, das ist gut. Da ist auch noch Beton in der Mache, das ist auch gut. Hier tut sich gerade gar nichts. Dann kann ich das eigentlich mal ausschalten. Warum habe ich hier eigentlich... Warte mal, Messing. Da wollte ich doch gleich... Gerade beim Messing schmelzen bei. Ja, gut, okay. Dann lassen wir das erstmal. Crafting. So, dann schmeißen wir erstmal alles raus, was wir jetzt nicht zwingend brauchen. Dann haben wir unter Bauen doch garantiert irgendwo noch ein bisschen Sand. Brauchen wir auch noch alles. Wir brauchen hauptsächlich jetzt aber... Wie viel Beton haben wir jetzt? Okay, 19 Blöcke. Dann schmeißen wir hier doch nochmal ein paar Blöcke raus. Stahlgerüstblöcke. Machen wir mal 100. So. So viel Sand haben wir jetzt gar nicht. Was haben wir an Stein? Haben wir da noch Stein drin? Nicht so wirklich. Aber ich brauche nachher ja auch... Warte mal, muss ja auch noch die Pflastersteine haben. So, Rezepte. Pflastersteine. 2000, mache ich mal 2000 fertig. Das mache ich jetzt mal hier über die Werkbank, weil wir ja... Oh, warte mal, was verstand er gerade? Schmelztegel, warte mal. Den kann ich noch nicht, ne? Ne, ist noch geblockt. Vorteil, Bauplan, Schmelztegel, Vorteil. Fortgeschrittener Ingenieur. Das müssen wir wahrscheinlich, ist wahrscheinlich hier unten irgendwo, ne? Geschmiedeter Stahl, ja. Ah, wir haben noch 2 Punkte. Okay, die können wir eigentlich mal ausgeben. Fragt sich nur, wofür. Für irgendwas wollte ich die noch, ich wollte die noch für irgendwas aufsparen. Oder war das auch für Ingenieur? Mechaniker, Motorradfanatiker. 33%. Dafür müsste ich Level 6 sein. Können die sogar machen. Bergbauarbeiter oder hier weiter. Da könnte ich Level 7, müsste ich auch 2 investieren. Wobei, da muss ich schon 2 Punkte investieren. Also das ist auch schon nicht ganz so einfach. Prügel Peter, da ist auch momentan nichts drin. Wo haben wir denn vom Landleben? Standhaftigkeit Level 5. Okay. Ausdauertraining. Erhöht die Ausdauerwiederherstellung beim Sprint um 10. Bogenschießen würde mich alles irgendwo interessieren. Heilfaktor. Eiserner Magen. Viele 10% weniger Nahrung. Würde ich ganz gerne machen, aber ich würde auch ganz gerne. Elektriker. Erfinder. Was war jetzt hier noch? Basis auf der Distanz. Batterie, Nagelpistole. Mechaniker. Motorradfanatiker. Na gut, ich meine, wir machen ja noch ein paar Punkte. Was kriegen wir überhaupt raus? Schaden Kopfschüsse. Ich meine, das ist auch erstmal gar nicht so verkehrt. So. Ja, können wir natürlich nicht, weil brauchen wir schon jetzt 2 Punkte mehr.
So, hier können wir natürlich nichts machen. Nee, dürfen wir da wollen wir hin. Level 6. Einen Punkt brauchen wir noch. Naja, okay, dann sparen wir es erstmal. Weil dann können wir uns nämlich nachher ein Motorrad machen. Das finde ich auch schon wesentlich geiler. So, da ist jetzt Beton bei. Das ist sowieso gleich fertig, das ist gut. Da können wir eigentlich mal den gleich ansetzen für Betonmischung wieder. 272 machen wir mal. Den Rest schmeißen wir erstmal hier wieder rein. Das rein, das rein. Das rein. Holz nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Das kommt da mit rein. Die Spikes packen wir erstmal hier mit. So, wie schaut's aus mit Waffen? Und Munition wollte ich sagen. Naja, guck mal, das sind 3 Stacks, ne? Das sind 450 Schuss. Das klingt erstmal viel, ist insofern auch viel, aber. Ja, das einzige Problem, was mir gerade mal so einfällt, wo ich die Mollys gerade sehe, ist das Problem. Das Problem ist, dass wir tatsächlich gar nicht so die Möglichkeit haben, Mollys zu werfen, ne? Das ist natürlich nie so geil. Es sei denn, wir bauen uns nochmal so ein Dach oben drauf. Das wäre natürlich nochmal so eine Alternative. Okay, das können wir machen. Ich schalte mal wieder aus. Die Eiers, die können wir auch mal hier erstmal wieder reinpacken. Okay, Messing schmeißen wir erstmal hier mit rein. So, das packen wir in die Munitionskiste rein. So, da ist es weiter am Rumbrutzeln, das ist in Ordnung. Gut, dann brauchen wir eigentlich jetzt nur noch die Dinger hier, die Pflastersteine. Irgendwie höre ich das Geklacker nicht. Hört ihr das Geklacker? Mal so mal klong, klong. Ja, gut. Nee. Kann auch sein, dass ich... Nur, keine Ahnung. So. Wir haben nichts mehr zu beißen. Warum haben wir nichts mehr zu beißen? Das kann eigentlich gar nichts... Das kann gar nicht sein. Haben wir alles weggefressen? Hä? Das kann aber irgendwie nicht sein. Oder? Hatte ich tatsächlich alles weggefordert? Das ist jetzt ungeil. Aber wir hatten auch noch so viel Fleisch über. Was haben wir denn damit gemacht? Guck mal hier oben mal rein. Ah, okay. Okay, ja, alles klar. Ich wollte schon sagen, das kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Alles klar. Gut. 8 Minuten, 9 Minuten, machen wir 10 Minuten. Was soll's? 10 Minuten, zack. Ich wollte schon sagen, ich kriege hier schon voll die Panik. Ich dachte noch, ich hatte doch noch so viel Zeugs dabei. Das kann doch gar nicht sein. So, 3 Minuten. So, weiter geht's. Sehr gut. Oh, stell dir mal vor, ich dachte, das wäre jetzt... Ich hätte jetzt gedacht, das wäre jetzt alles weggepackt oder so. Boah, da hätte ich aber... Naja, Dinge getan. So. Ich muss mir nochmal so einen roten Tee reinpfeifen, damit das alles ein bisschen besser wirkt. Das da rein. Und auch schon reinfordern. Können wir ruhig mal so einen Stack weghauen. Ich finde das ja ganz cool, dass man überfressen kann und dass es dann halt mit der Zeit dann immer noch nachwirkt. Das ist schon echt ganz cool. So, wenn wir uns dann gleich vollgefordert haben, dann sind wir dann mal auf dem Weg zur Hordenbase. Dann gucken wir mal, was wir da noch machen können. Habe ich eine Schaufel dabei? Nee, ne? Muss ich gleich nochmal machen. Falls wir da nochmal ein bisschen was buddeln müssen. Und der Werktüch. So, wo haben wir denn unter Werktüch? Die Schaufel. Die Schaufel. Okay, alles klar. Gut. Nehmen wir noch ein paar Steine mit. Und dann tüdeln wir nochmal los. Sehr schön. Guck mal, jetzt sind wir schön voll gefressen. Haben noch 38, 37, 36. Wer föhn, wer föhn. Sehr, sehr schön. Ja, ansonsten, ja gut, wir haben dann eben noch ein bisschen 9mm Munition, 7,62er. Also wir müssen auf jeden Fall nach der nächsten Horde, müssen wir mal sehen, dass wir mal wieder ein bisschen an Nitrat kommen. An Nitrat und an Schwarzpulver. Muss ich mal gucken, was wir da auf Lager haben. Damit wir mal ein bisschen Munition wieder herstellen können. Das geht ja gar nicht los. Zeitlich durchfahren. Zeitlich einfahren lassen.
Gut. Schwupps. Laufe zu auf der Tower. Achso, einmal noch ganz kurzes Gucken. Immer mal ganz kurzes Gucken, ne? Und dann zack, ist schon wieder vorbei. Ja, ich mache jetzt noch die eine Folge. Und dann sehen wir uns nachher um 22 Uhr wieder. Also ich mache jetzt natürlich nicht Schluss, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Dann machen wir wieder mal diese kleine Pause und dann starten wir dann direkt mit der Horde in der nächsten Folge. Ein Tag vor Heiligabend, ne? Wenn ich das richtig sehe. Ich glaube ja. So, mein Freund. Okay, Tag 22. Ich warte nämlich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Okay, Schießpulver könnten wir uns noch... Naja, Schießpulver könnten wir schon mal noch kaufen, ne? Können wir uns wegen so ein bisschen Munition herstellen. Das wäre jetzt vielleicht gar nicht mal so doof. Wildbreteintopf würde mich jetzt auch noch ein bisschen antören. Ja, so ein bisschen könnte man schon noch investieren. Schmiede. Secret Stash, Bergbauhelm. Schrotflintenteile würde mich auch sehr interessieren. Ich weiß gar nicht, was ich noch an Geld zu Hause habe. Compound Pumpgun kostet 800, aber das ist eine 800er. Eine 800er sei schon. Also eine 1er für 800. Jetons, meine ich. Eisenbrustpanzer. Ja, aber eine 1er Pumpgun. Kann ich eine Pumpgun bauen, sag mal? Eine Pumpgun? Kann ich eine Pumpgun bauen? Eine Pumpgun kann ich bauen. Eine 3er sogar. Dafür brauche ich 10 Teile. 10 Teile. Stahl bräuchte dafür allerdings. Und. Ja, Stahl. Na, gucken. Ich glaube, Stahl habe ich nämlich nicht mehr zu Hause. Das kann ich auch noch nicht herstellen. Aber Schießpulver würde mich tatsächlich interessieren. Ich glaube, da werde ich nochmal zuschlagen. Vor Ende des Tages, damit ich noch ein bisschen 7,62er Munition noch herstellen kann. Ich glaube, das wäre gar keine so schlechte Idee. Weil, wenn wir eins brauchen, dann ist es Munition. Ob wir das nun jetzt bei dieser Horde brauchen oder bei der nächsten, ist ja eigentlich vollkommen Wumpe. Munition werden wir so oder so brauchen. So, okay. Können wir uns so gleich schon mal so ein bisschen angucken, wie ich das hier weiterbaue. Aber erstmal machen wir da vorne. Jetzt habe ich den Hammer vergessen, ne? Ich habe den Hammer vergessen. Ich werde wahnsinnig. So eine Scheiße. Okay. Dann machen wir mal kurz hier eine kleine Aufnahmepause. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hole noch kurz den Hammer und dann, ja. Sehen wir uns gleich wieder. Moment. So, und dann bin ich auch wieder. Ja, ich habe die Gunst der Stunde nochmal genutzt, habe mir nicht nur den Hammer geholt, sondern habe auch noch gleich ein paar Sachen verkauft und gekauft. Ach, jetzt habe ich noch gar nicht, verdammt. Habe mir noch ein bisschen was zu essen gekauft, habe mir doch noch die 1er Pumpgun geholt als Alternative und noch ein bisschen Munition. Diese Panzerbrechende habe ich noch gekauft, diese doppelläufige Schrotflinte habe ich noch gekauft, weil ich mir dachte, okay, erstmal nutze ich die vielleicht und später kann ich ja vielleicht auch nochmal die Waffenteile dafür nutzen. Deswegen, ne, habe ich die erstmal mitgenommen. Ich hoffe, dass ich das nicht bereue. So, aber jetzt können wir erstmal wieder loslegen. Ja, packen wir erstmal ein bisschen an. Ich könnte eigentlich auch hier die Stäbe hier nochmal aufwerten. So. So, den Rest machen wir natürlich dann mit Beton. Schön. Bin mal gespannt, wie das nachher hier abläuft mit der Horde. Bin ich wirklich extremst gespannt. extremst gespannt. Entschuldigung. So. Bin ich auch mal schnell fertig. Ich glaube, hier vorne sollten wir auch noch ein bisschen upgraden. Ich habe so das Gefühl, dass sie hier auch noch mal ganz gerne versuchen werden, anzugreifen. Aber was heißt versuchen werden? Sie werden es tun. Sie werden es tun. Ich glaube, das wird unsere Bruchstelle, unsere Sollbruchstelle werden. Okay, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen intervenieren hier. Da werden sie, glaube ich, versuchen reinzukommen. Vielleicht sollten wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. So.
Gott, hätten wir erstmal da aufgewertet. Gut, hier können wir eigentlich auch gleich nochmal aufwerten. Beton. Schwindet. So. Sehr schön. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall bei. Das ist uns alles nix. So. So, hier haben wir auch nochmal. Hier war der Fußboden, ne? Ja, den hatten wir hier gemacht. So. Gut. Frage ist, ich wollte das eigentlich auch schon alles fertig haben. Oh Gott, da ist ja auch noch ein bisschen... Da ist ja auch noch ein Loch drin. Das ist gar nicht gut. Ah, das wird unsere Sollbruchstelle werden, glaube ich. Na, soll. Ich soll eigentlich nicht, aber wird. Das wäre nicht so geil. Na, zumindest die Stellen sollten wir mal ein bisschen aufwerten, weil das sind natürlich dann solche Stücke, da werden sie die Zombies gerne reingehen. Und hier ist natürlich noch überall fleißig. Ist ja natürlich noch schön Erde drunter, ne? Ja, es muss eigentlich alles weg. Also eigentlich müssen wir den ganzen Kram hier eigentlich komplett einmal aushöhlen. Komplett. Einmal komplett aushöhlen und das einmal komplett mit Beton nochmal zumachen. Das wird so nicht anders gesucht. Das lasse ich nochmal liegen. Hier mache ich auch nochmal zu. Obwohl ich das eigentlich noch gar nicht mal so dringend brauche. Mal gucken, wie viel habe ich jetzt? 1000. Okay, da ist auch schon Max aufgewertet. Das ist gut. Wir müssen noch die Spikes noch alle setzen. Ah, okay. Ja, gut, ich meine, ich mach da kein Hehl draus. Also die werden hier wahrscheinlich in der Horde, werden sie hier noch einiges kaputt hauen. Da machen wir uns nichts vor. Hier werden sie weniger kaputt machen, aber hier werden sie angreifen. Schätze ich mal. Da werden sie versuchen zu kloppen. Den mache ich auch nochmal zu, weil ich kann mir vorstellen, wenn die jetzt hier hochlaufen, dass sie vielleicht mal auf die Steine gehen. Wir müssen überhaupt mal sehen, ob sie überhaupt die Rampe annehmen. Also die Rampe annehmen und dann hier wieder hochgehen. Ob das so läuft, das wird wahrscheinlich nachher eher dann fruchten, wenn, wenn das hier wirklich tief ist. Ne? Also wenn sie hier... Ne? Ich glaube, dann wird das eher was bringen. Weil dann nehmen sie eher die Rampe an. Wenn das hier richtig schweinetief ist, dann gehen sie lieber diesen Weg, weil das für die einfacher ist. In dem Moment jetzt bei dieser Horde werden sie wahrscheinlich sagen, ey Mensch, hier komme ich ja auch durch, weil wenn ich mich hier durchbuddel, dann bin ich ja eigentlich auch schon fast in der Basis. Das wird nämlich das Ding sein. Deswegen eigentlich müssten wir eher so... Eigentlich müssten wir hier ein bisschen mehr machen. Vor allem hier vorne könnte es auch ein bisschen schwierig werden. Ja, weil das nämlich so ein Hubbel ist, ne? Das ist immer so... Ah. So ein Hubbel. Können wir... Ich guck mal eben kurz was. Wir haben doch... Nehmen wir die Rampen oder die Dinger? Ich glaube, die sind eigentlich ganz... Na, da müssten wir wieder ein bisschen buddeln an der Stelle. Das finde ich immer so ein bisschen schade, ne? Das hätte man ein bisschen besser lösen können hier mit diesen... In den Frames, dass die Zombies da ein bisschen besser reinlaufen können. Oder dass sich das ein bisschen mehr anschmiegt, sage ich jetzt mal. Also, dass du hier wirklich den Abschluss hast, ne? So, machen wir den das mal an der Stelle ein bisschen einfacher. Und vielleicht nochmal so eine... Nochmal so eine halbe Rampe noch dazu. Nicht sowas. Nee, das ist ja eine komplette, ne? Stahlgerüst Rampenecke. Naja, gut, müssen wir das sonst erstmal lassen. Weil es gibt ja auch... Das hier gibt es auch als Ecke, sozusagen. Außerdem halt so eine... Oder, warte mal. Nee, doch, das müsste so eine halbe sein. Egal. Lassen wir es erstmal so.
Ich habe eher so Sorgen, dass sie das nicht da, dass sie nicht da, dass sie da rangehen. Aber was heißt Sorge? Es ist eigentlich würde ich das selber genauso machen. Also, wenn ich Zombie wäre, würde ich das so machen. So. Mach ich hier die Dinger noch fertig? Oh, dann wären wir hier vorne dann aber erstmal zumindest safe. Dass wir uns zumindest hier mal runterbuddeln auf der Ebene. Das Stein. Dass wir zumindest eine doppelte Planke drin haben. Ich weiß nicht, wie scharf die darauf sind. Also wenn der Herr direkt dahinter Erde ist, dann weiß ich nicht, ob die da auch noch gegenhauen. Ob die Erde quasi als Schwachstelle sehen. Ob die sagen, ah nee, da ist Erde hinter und zwei Blöcke Beton. Hm, wird schwierig. Oder ob sie das halt dankend annehmen und sagen, oh Mensch, zwei Betonblöcke, die hauen wir weg. Und dann noch ein bisschen durch Erde durch und dann ist der Drops gelutscht. Hm. Und vor allem, wir müssen auch ganz dringend ein Dach einziehen. Weil wenn nachher die Geier kommen, das ist, naja, ihr wisst es selber. So. Das ist natürlich die Frage, von wo sie überall aus angreifen. Und naja, was heißt von wo? Ich meine, sie sind klar, wenn sie von überall aus angreifen. Vor allem der Abstand ist ja auch noch nicht so groß. Ne? Also der Abstand, den sie runterfallen können vom Graben. Ne? Also die Tiefe vom Graben ist halt noch nicht so krass. Wenn wir jetzt natürlich irgendwann Bohrer hätten, bis zum Bedrock runterbohren, dann ist das natürlich eine andere Nummer. Ne? Weil dann werden sie schon sagen, oh nee, das ist aber ein unüberwindbares Hindernis, da müssen wir ja über die Rampe gehen. Und so können ja sagen, ja, okay, ob ich jetzt nun auf den Spike stehe und hier mich dann durchkloppe, danke. Na, also da sehen die das ja noch eher als Chance, da durchzubrechen, als alles andere. Also das ist, so, ich werde mich hier nochmal bis zur Ecke buddeln. Und dann ziehen wir hier gleich noch eine Linie. Beziehungsweise werde ich das, glaube ich, noch einmal. Na gut, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Es ist 17:23 Uhr. Also so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr. Aber ich werde, glaube ich, hier nochmal so eine Schicht ziehen. So. Muss ich da noch durch? So, dass sie dann zumindest hier diesen Widerstand sehen. Dass sie sagen, nee, das ist ein bisschen zu viel. Na, ich wollte das wahrscheinlich hier sowieso so machen. Ah, komm ich hier noch gerade hoch? Ach, verdammt, ich dachte, ich schaffe das noch. Ich wollte das hier sowieso so machen, dass ich bis auf einen schmalen Gang oder vielleicht mal hier auch einfach nur eine Leiter hin. Oder vielleicht lasse ich es auch bleiben, ich weiß es noch nicht. Aber dass wir uns hier in der Mitte, so viel Platz haben wir hier nun auch gar nicht. Dass wir uns direkt in der Mitte vielleicht noch einen Block nach unten buddeln, komplett auch zum Bedrock. Damit wir unter Umständen nachher die Möglichkeit haben, auch am Bedrock nachher vielleicht noch Reparaturen durchzuführen. Also das müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Dann hast du dir wieder automatisch wieder so eine Schwachstelle eingebaut, ne? Das wollen wir ja eigentlich nicht. Also vielleicht lasse ich es auch einfach nur so. Sehr schön. Und Eisen sollten wir uns gleich nochmal organisieren. Das werde ich auch gleich nochmal machen in der Aufnahmepause. So, und dann machen wir... ach, geh da nochmal runter. So. Zack. Können wir eigentlich auch gleich noch zumachen. So.
Komm ich da noch ran? Ja, komm ich. Gut, wunderbar. Dann ziehen wir hier jetzt noch ein bisschen. Na, eben ging das noch. So. So, und hier komme ich ja so ran. Beton haben wir noch. Das sind mehr als 1000. Das reicht noch für ein paar Blöcke. Auch wahrscheinlich für die Verteidigung würde das hier noch reichen. Jetzt waren wir 3 Block hoch, glaube ich, ne? Ich glaube ja. Ich glaube ja. So, dann wären wir nämlich hier schon mal ganz gut davor. Die können wir auch nochmal zumachen. Dann haben wir wenigstens das einmal begradigt. Ah, sie können sich natürlich auch von überall anders natürlich durchbuddeln, ne? Gar keine Frage. Aber ich werde jetzt nicht genug Beton haben. Blöcke wären nicht das Problem, aber ich werde nicht genug Beton haben, das komplett einmal aufzuwerten hier, beziehungsweise es komplett einmal zu füllen. Das wird nicht laufen. So. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Also, ob wir nachher einfach diesen Betonklotz einfach auf dem Stein lassen und uns dann einfach nur nach unten buddeln, sodass wir also nur den Stein wegnehmen und in der Mitte dann den Betonklotz, ne? Also, dass wir einfach einen fetten Betonklotz einfach auf dem Stein stehen haben und darunter einfach den Stein lassen und das gar nicht weiter aufwerten. Müssen wir mal gucken, ob wir das so machen. Oder ob wir dann wirklich bis zum Bedrock runter auch noch Beton setzen. Das können wir natürlich machen, ne? Das können wir natürlich dann auch nochmal irgendwie machen. So, und da wollte ich mal noch ganz gerne Metall noch anfertigen, Metallbarren, damit wir die hier noch auch noch fertig kriegen. So, okay, schön. Okay, prima. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Break. Wir sehen uns dann direkt bei der Horde wieder. Und ich bin echt gespannt. Was? Mir fehlt noch. Die Beleuchtung fehlt mir ja noch. Ich muss noch Beleuchtung machen. Muss ich auch noch machen, damit wir überhaupt was sehen können. Vielleicht haben wir zur nächsten Horde noch schon ein bisschen elektrisches Licht. Das müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen, ob ich das hinkriege. Aber wir hatten ja einen Generator auch gefunden. Also von daher sollte das eigentlich nicht so das Problem sein. Aber hätte Fahrradkette. Gut. Ja, ich werde hier noch ein bisschen weiter basteln. Werde noch ein paar Spikes legen. Wir haben es ja auch schon fast 19 Uhr. Also ich muss ein bisschen Gas geben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die. Wenn wir denn die Horde begrüßen. Also macht's gut. Bis, ja, bis gleich quasi nicht. Aber bis zur nächsten Folge 7 Days to Die. Macht's gut. Tschüss.